Wir würden dir gerne drei schnelle Fragen stellen. Erste. Die erste ist, du hast gesagt, Mönchengladbach putzt Freiburg 8:2 weg. Wie kommst du denn darauf? Wir haben eindeutig die bessere Mannschaft. Das kannst du dir angucken. Ne? Mehr gibt es nicht von dir als Ausführung? Mehr gibt es nicht. Nein, was soll ich sagen? Das ist ein eindeutiges Ergebnis. Patrick Herrmann, 2 Tore. Luc de Jong, 1. Juan Arango wird eingewechselt, macht euch 2 Buden per Freistoß rein, dann sind wir bei 5. Die anderen 3 können sich gerne über den Rest der Mannschaft aufteilen. Wir können auch gerne die 2 Eigentore noch schießen, damit überhaupt eins geschossen habt. Okay, wir sind gespannt. Die zweite Frage ist, wir verstehen uns auch so ein bisschen als lokaler Tigerentenclub und machen, lassen Aufklärungsarbeit. Wie kam es eigentlich zu deinem Spitznamen, Joko? Mein Spitzname Joko ist eine Ableitung des finnischen Joachims, eine Kurzform. Vater hat sehr viel in Skandinavien gearbeitet und hat irgendwann diesen Namen mitgebracht. Als er in Skandinavien erzählt hat, dass er einen Sohn namens Joachim hat, hat die unter den Tisch gesagt, in Skandinavien kürzt man Joachim Joko ab und seitdem heißt er Joko. Okay, die dritte Frage ist, willst du ein Autogramm von mir? Keine Zeit. Keine Zeit? Keine Zeit. Schade. Ich habe hier ganz viele andere Menschen. Wollt ihr eins von mir haben? Ja, aber da musst du, da muss ich was machen? Soll ich hier sogar noch schreiben? Auf den, entweder auf den Tisch. Ja. Ach, scheiße, das ist extrem teuer gewesen. Wir haben auch noch das ein Equipment hier. Das ist mein Boss. Das sieht aus wie 1880, das Ding hier. Du liegst gar nicht so falsch, das ist 1870.